Ich bin wieder in Hogwarts. Wie cool. Ah, endlich wieder in Hogwarts. Das hat mir gefehlt. Man war zwar einige Teile ständig in Hogwarts, aber irgendwie gehört Hogwarts einfach dazu. Finde ich. Für mich zumindest. So, weiter, weiter, weiter. So. Mal schön die Stats vom Geist einsammeln. Oh, das Vogelgezwitscher ist auch schön. Wunderschön, wunderschön. Okay, los. Wie wär's? Wollt ihr jetzt diese Sachen hier, oder wie? Also gut. Du kriegst einmal das. Und was krieg ich dafür? Du kriegst die Blume. Na, glücklich. Und noch der Bierkrug. Bitteschön. Einmal. McGonagall. Schwarz gewendet. Ach, die machen jetzt die Zauber. Die Schutzzauber. Jetzt müsste doch dann eigentlich der Dunkle Lord auch kommen und so, oder? Ich bin echt gespannt, was jetzt hier noch kommt. Na, mal gucken. Anne! So. Okay, was kommt hier? Okay, also, ich weiß nicht, ob das so ersichtlich war. Oder ob ich das noch gar nicht so sagen darf. Was Luna ihm versucht hat anzudeuten, war, dass... Das war falsch, oder? Dass, also, der Hausgeist von Ravenclaw ist ja diese hübsche Dame da. Genau. Genau. Jetzt wisst ihr es. Mehr sage ich dazu aber erstmal nicht. Also wir suchen ja die Horcruxe eben. Die hoffen wir, dass wir halt dann da so finden. Ne? So, komm mal her. Nimm mal das. Und siehst du jetzt irgendwas Tolles? Hier so nicht. Los, los. Ach Gott, okay. Einmal hier die Dinger löschen. Okay, jetzt du. Was wird das jetzt? Ja, klar. Ach, ich habe eh den Stat-Magnet, also kein Stress. Das ist schön. Dieser Stat-Magnet ist echt was Praktisches. Achso, okay. Ich sehe jetzt wieder. Oder? Achso, okay. Los. Ja, genau. Nochmal. Komm, oder mach.
Noch mal rein. Und weiter. Sind wir schon fertig? Was ist los? Hä? Okay, jetzt bin ich gerade überfragt. Hä? Ah, okay. Das habe ich jetzt nur am Glitzern gemerkt. An dem schönen Glitzern. Oh, was ist hier? Kann es vielleicht Harry machen? Schaut ein bisschen aus wie eine Schlange oder so. Oh, Punkte. Holy. Das sind ja alles schön sammeln. Wir haben doch keine... Können wir uns nicht das leisten? Bis ich hier das so ausgewählt habe, mache ich das ja gleich so. Ne? Da verliere ich lieber keine Zeit. Komm, eins ist da doch, oder? Ach, das ist echt praktisch, wenn man das einfach irgendwie kaputt machen kann. Dann braucht man nämlich echt nicht die ganze Zeit so drauf achten, dass man hinterher rennt. Man kann auch ein bisschen mehr durchrushen. Das finde ich schon sehr praktisch. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das schon hätte machen sollen. Okay. Einmal hier das noch. Ah ja, Paselmund. Och, nö, oder? Jetzt muss ich hier nochmal zurück und eine blöde Brille holen. Mann. Voll umständlich. Ist hier voll nervig. Also los. Hinter wieder. Da nicht. Sondern hier. Okay. Zusammenbauen. Was auch immer das hier wird. Kann ich das jetzt... Ist auch immer voll unnütz. Erst was zusammenbauen. Dann wieder kaputt machen, ne? Tschum und runterrutschen. Und rein damit. Okay, Harry. Okay, los. Also. Mann, das war aber wieder mal schwer. Okay, jetzt muss ich das, glaube ich, wieder hier rüber drehen. Dass ich hier hin kann. Schön, okay. Kann ich eigentlich hier noch was machen? Nein. Gut. Ach ja, ich sollte das natürlich dann auch noch... trinken, wenn ich ihn schon gemacht habe. Und zusammenbauen. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Batman. Da gibt es doch so einen Anzug oder so eine Maschine immer, die das immer aufsaugt. Genau sowas. Das finde ich lustig. Das erinnert mich gerade echt an Lego Batman. Haha, cool. Schön alles aufsaugen. Saug, du Sau. Höfe. Oh, Punkte. Da müssten noch bestimmt Punkte versteckt sein. Dachte ich eigentlich. Aber leider nein.
Oh, voll die Tanzeinlage. Ja, tut mir leid, aber deine Punkte sind... Nein! Shit. Mann. Ja, okay. Merke. Aquaman, die reicht nicht aus. Aber die Dinger da. Ganz viele Punkte. Kommt da nochmal was? Nein, jetzt nicht mehr. Schade. Schade. Ach ja. Und ihr Lieben, habt ihr heute schön Weihnachten gefeiert? Also, manche feiern ja natürlich nicht. Aber interessieren tut mich das dann natürlich immer. Und wenn ihr gefeiert habt, dann würde mich natürlich interessieren, wie ihr gefeiert habt. Ja, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. So, okay. Also, ich persönlich, ich weiß nicht, vielleicht interessiert es euch ja auch. Ich habe Weihnachten, also normalerweise bin ich ja meist eigentlich immer an Weihnachten zu Hause in Bayern, bei meiner Mama und so. Aber dieses Mal nicht. Da war ich bei den Eltern meines Freundes, also bei dem Papa. Und es ist auch mal recht cool, es da mal zu machen, da zu sein, weil es ist ja eine, weil diese polnischen Bräuchtümer finde ich irgendwie ganz interessant halt. Also ich finde es total schön und ist auch halt total schön traditionell und so, und das mag ich. Ich mag ja sowas traditionell und so. Ist es doch schon relativ wichtig. Oh, scheiße, ey. Ist ja voll schwer. Ist echt voll schwer, ey. Boah, nee. Oh Gott. Oh mein Gott. Das kann ja was werden. Scheiße. Wie hat er das bitte schön gemacht? Voll buggy. Schön. Er schießt einfach mal gnadenlos auf ihn, ey. Okay. Erstmal das wieder hier löschen. Okay. Ups, eine noch. Los, 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 los. Okay. Ach, nach unten muss ich noch. Ich dachte, da muss ich jetzt erst hin. Aber anscheinend nicht. Okay, oder doch jetzt?
hier. Ah, hier, okay. Okay, das zweite. Schön. Ups, das ist scheiße. Ich bin aber auch scheiße, ne? So. Ja, geil. Ups. Scheiße. Ach, hier hin. Boah, wie schwer das ist, ey. Ich hasse so Jump'n'Run. Ich bin da so schlecht drin. Nein! Hallo? Hallo, ich brauche ein neues. Ich dachte schon, ey. Ach, nö. So ein Scheiß. Gehst den Weg rum. Also. Okay, schön. Geh da mal weg. So kann man es auch machen, ne? Die Freunde in den Abgrund schubsen, damit man es selbst hoch kann. Solche Freunde hat man gern. Wenn man solche Freunde hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Ups, sa. Dim, dim, tisch. 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 Dim, dim, tisch.